Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Heute geht es mal um den New Eternia Too Bad der Masterverse Line. Und Leute, schaut euch das mal an. Was ist das bitte für ein Brocken? Und wie viel Zubehör bringt der Gute mit oder beide mit? Das ist der Wahnsinn. Aber weiter und viel mehr nach dem Intro. Also Leute, ich sage euch das sofort, frei ins Haus. Ich glaube, der Too Bad könnte für mich die neue Nummer 1 der Masterverse oder speziell der New Eternia Line werden. Ihr wisst es, der gute Beastman ist ja mein Favorit und den habe ich ja in meiner Top 5 als neuen oder erstmaligen König der Masterverse Line zumindest für mich erwählt. Auch wenn er von Anfang an Probleme hatte, seine Füße waren ja relativ steif, ich konnte ihn kaum oder nicht richtig hinstellen. Aber er brachte einfach so viel mit. Man hatte ja so gesehen drei Figuren in einer. Einmal die klassische Variante, so wie wir sie kennen. Einmal die Revelation-Version, wenn man alles abmontiert. Oder die neue New Eternia-Version mit diesen ganz genialen, brachialen Schultern, mit diesem Fell drumherum. Also eine Figur, die jeden wirklich glücklich macht. Ganz klar die Nummer 1. Aber er hier, wenn ich ihn mir jetzt schon so anschaue und das Zubehör, was ich jetzt sofort schon sehe, ich glaube, das wird gleich ein Kampf der Giganten werden. Also anders kann ich das gar nicht sagen. Doch zuvor, lasst uns einmal die Figur genauer anschauen und ich bin absolut entzückt. Das kann ich nicht anders sagen. Die Figur oder die Verpackung ist hier randvoll gefüllt mit Zubehör. Die Figur an sich sieht jetzt schon hier drin sowas von brachial aus. Das Paket ist sehr, sehr schwer. Also ich bin hellauf begeistert. Allein schon bei der Ankündigung war ich schon voller Vorfreude und bin zumindest bis jetzt hier überhaupt nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil, das hätte ich nicht gesehen. Mir fallen jetzt schon so viele Sachen auf, die zwei verschiedene Rüstungen. Selbst das Schild oder der Schild ist zweigeteilt, zwei verschiedene Seiten. Hier hat man so viel Liebe zum Detail reingesteckt. Ich bin sprachlos, Leute, wirklich. Also es ist gut möglich, dass Too Bad hier gleich meinen Beastman doch ablösen wird. Und vollkommen zu Recht, würde ich sagen. Freunde, ich möchte unbedingt die Figur auspacken, deswegen mache ich das heute etwas schneller, weil ich bin extrem gespannt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Die Backcard, super genial. Also das Artwork ist hier wieder für mich, zumindest auch bei der Masterverse Line, mit eins der besten. Mein Favorit ist momentan noch das von den 40th Anniversary He-Man. Da muss ich immer noch sagen, das ist einfach zu ikonisch. Es ist schwer, das zu toppen. Aber Too Bad macht hier alles richtig. Es ist wirklich ein geniales Bild. Ich mag, man sieht ja wirklich die Kontraste beider Figuren. Und das ist extrem gut dargestellt worden. Ich mag die Farbgebung. Auch jetzt dieser, ja, romantische Sonnenuntergang, der mit einem romantischen Dinner zwischen Too Bad und einer, ja, Riesenkrake wohl frohlockend enden würde, etc. etc. Das sieht einfach wirklich nur genial aus. Kann ich nicht anders sagen. Unten Werbung für weitere Figuren. An erster Stelle interessiert mich persönlich Stratos sehr. Ich hatte die Chance gehabt, bei Smith Toys E-Mail zu ordern. Ich habe es ja leider doch dann verpasst. Roboto bin ich noch nicht ganz sicher, muss ich sagen. Ich muss ja immer platzsparend schauen und Evelyn ist die beste Evelyn hier. Die ja, Sorceress Evelyn sieht fantastisch aus. Froster habe ich nicht so den Bezug zu. Also Stratos wird definitiv hier nochmal in meiner Sammlung seinen Platz finden. Bei den drei anderen Figuren ist da noch ein Fragezeichen. Wenn, dann aber auf jeden Fall Roboto. Das zur genialen Becker, die wirklich ultra gut aussieht. Auf jeden Fall. Schauen wir uns noch einmal, bevor es dann ans Auspacken geht, die Seitenlasche an. Und das sieht auch super aus. Definitiv. Also, so
wie man Tubert jetzt heute darstellt, bin ich absolut konform mit. Ich finde das Design richtig, richtig gut. Ich habe noch nie live die Classic-Variante gesehen, aber ich glaube, auch wenn ihr jetzt vielleicht, also nehmt es mir nicht übel, ich glaube, er kann da mithalten. Ja, ich habe es nur anhand von Bildern gesehen und da sah der auch schon super aus. Aber er hier hat schon, also seine Daseinsberechtigung definitiv. Es ist hier super ausgearbeitet. Für das Geld, ich habe es bei Amazon, das Paket bestellt. Kam sehr gut verpackt gestern an. Also anhand der Lieferung, diesmal kann ich nicht meckern. Es gibt eine andere Lieferung, da habe ich ein bisschen was zu meckern und auch schon mal gehabt. Das kennt ihr von meinen anderen Videos. Ich meine, der Whiplash war einer von den Problemkindern. Könnt ihr mal gerne reinschauen, damit ihr ungefähr wisst, wenn ihr bei Amazon bestellt, das ist immer so ein 50-50-Ding. Diesmal hat es aber verdammt gut geklappt. Und auch das Bild gehört mit zu den schönsten, meiner Meinung nach, der Masterverse-Line. Ich packe die Figur jetzt aus. Das mache ich immer im Hintergrund, wie gesagt, ihr kennt das wahrscheinlich schon und gleich sehen wir uns wieder mit dem gesamten Zubehör dieser genialen Figur, Tubert. Und da steht er, Tuva und Batra ausgepackt, alias Tubert, und wow, Leute, ich bin restlos begeistert. Also ja, ich sage es euch jetzt schon mal vorweg, das ist meine neue Nummer 1 der liebsten Masterverse-Figuren, zumindest jetzt in meinem Fall. Da wird es definitiv mal ein Update in meiner Top-Liste geben. Irgendwann mal. Beim Auspacken ist mir aber aufgefallen, dass es wirklich extrem schwierig war, ihn irgendeine Waffe in die Hand zu drücken, egal auf welche Seite. Ob jetzt von Tuva oder von Batra, es war fast unmöglich. Ich musste da wirklich hier die Hand extrem aufspreizen und gegendrücken, bis es passt, und hatte immer Angst im Nacken, dass mir da was abreißt. Also seid da vorsichtig. Das ist so das einzige Merkmal, das gerade so etwas den Spaß gedrückt hat, zumindest am Anfang, bis man ihn die Waffen in die Hand drücken konnte. Das ist am Anfang ja ein Merkmal, den man sich auf jeden Fall mal merken sollte, aber sobald die Figur dann aufgestellt ist, weil spielen tue ich damit eh nicht, die werden hingestellt in einer genialen Pose, so wie jetzt, und das war's und ich erfreue mich dran. Aber wenn ihr die Figur auspackt, seid da vorsichtig, vielleicht habt ihr einen Föhn bereit, um das ein bisschen zu weichen, das Material, dann geht's bei euch einfacher. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die Figur ganz genau an. So. Ich habe mal bei Tubert jetzt sämtliche Waffen abgelegt. Könnt ihr mal sehen, was alles dabei ist. Dazu gleich mehr. Jetzt einmal die Figur selbst. Und Leute, schaut euch das bitte an. Das ist der Wahnsinn. Also natürlich, es sind zwei grundlegende Figuren, die hier mit ihren eigenen Merkmalen auftreten. Und ich finde es so genial, wie diese Verschmelzung hier durch Skeletor aufgearbeitet wurde als Figur. Leute, genial. Guckt euch mal die Gesichter an. Der erste Blick hier bei mir ist zumindest das, was ich sehe. Ein astreiner Paintjob. Das schon mal muss ich direkt erwähnen. Ich sehe hier keinen Farbfehler, zumindest von vorne nicht. Ich bin begeistert von den Details auf der Rüstung. Wieder zwei verschiedene Arten von Rüstung. Das sehen wir auch mal kurz vorweg hier an dem Schild. Zwei Strukturebenen. Genial. Also wirklich genau das, was ich mir vorstelle bei einer Figur im Jahr 2022. Es ist immer noch Vintage-ähnlich angehaucht, natürlich. Es ist immer ein Erkennungsmerkmal vorhanden, ganz klar, aber mit eigenständigen Merkmalen. Und das hat Mattel super gemacht. Was mir auch sofort auffällt, ist die Struktur hier an dem Gürtel. Könnt ihr sehen, diese kleinen abgenutzten Bereiche hier am Gürtel. Das ist, ich würde sagen, eine neue Qualitätsstufe in Sachen Mattel. Zumindest bei den Masterverse-Figuren, auch hier bei der Seite hier bei dem Waffenhalfter, die geben sich da gerade extrem Mühe. Ich habe es eh schon gesagt, New Eternia ist momentan die liebste Line der Masterverse für mich und das nicht zu Unrecht. Auch hier andere Farbstrukturen als auf der anderen Seite, auch die Gürtelschnalle hier in zwei verschiedenen, klar, es sind zwei verschiedene Figuren, auch das genial gemacht. Selbst hier ist so ein kleiner Kratzer vorhanden. Also die haben sich in dem Fall extrem viel Mühe gegeben. Auch die Rückseite, kurz nochmal, das ist der Waffenhalfter oder der Axthalter auf der Rückseite. Hier passt ja so ziemlich alles dran, auch so ein geniales Gesicht.
auch hier die Strukturen. Schaut euch mal die Verarbeitung hier an und die Designmerkmale auf der Seite. Also Leute, ich bin sprachlos und begeistert für das Geld. Ich meine, wo liegt die Figur? 40 Euro, 39 Euro, mag es 45 Euro sein. Auch hier, ihr seht bei den Schuppen verschiedene Farbeinheiten, dunklere Töne, hellere Töne. Also hier hat sich Mattel für mich, ich muss es echt sagen, übertroffen. Auf jeden Fall. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Beine selbst. Auch die sind toll verarbeitet. Wie gesagt, ihr seht hier die Farbunterschiede in den Schuppenbereich, wie auch gerade oben an den Armen. Genial gemacht. Auch hier die Schuhe oder hier die Schienbeinschoner, die haben sich hier wirklich Mühe gegeben. Und das sieht man der Figur auch gut an. Es ist genial gemacht. Es ist wirklich eine oder die beste Masterverse-Figur. Auf jeden Fall für mich, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr da meine Meinung seid, ob ihr euch die Figur auch kaufen werdet. Ich bin hier gerade extrem glücklich. Also hätte ich nicht für möglich gehalten. Als sie dann vor mir stand, war mir klar, wow, das wird eine geniale Figur werden. Aber jetzt, wo man sich die Figur mal genauer anschaut, Kopf ist ein bisschen beweglich, eher wahrscheinlich jetzt etwas mehr, ja, auch hoch, runter. Das geht wunderbar. Er ist ein bisschen eingeschränkter, aber auch so, wenn man mal schaut, hier der Ohrring, auch schön gemacht, leicht übermalt, aber das ist in der Preisklasse echt nicht, darüber braucht man nicht reden oder das bemängeln. Auch hier mit dieser einen Schulterpartie, boah, toll, ja, ist schon spitz. Also Leute, sorry, wenn ich mich jetzt wiederhole, aber ihr müsst sie euch kaufen. Das ist, wenn ihr Tubert gut findet, dann legt los. Ich bin Riesenfan von der 2000X-Story. Ja, wie beide Kopfgeldjäger, Tuva und Batra, dann quasi sich selbst gehindert haben, He-Man zu besiegen. Und das hatten sie ja schon so gut wie geschafft. Es waren ja super schwere Gegner. Und durch ihre eigene Konkurrenz sich das alles vermasselt haben. Und Skeletor aufgrund dessen dann so sauer war, dass er die beiden auf so eine bestialische Art und Weise dann bestraft hat. Geniale Episode. Ich hoffe, dass bald die 2000X-Line mal auf DVD kommen, weil ich habe da zurzeit richtig Bock drauf. Legen wir kurz die Figur zur Seite und schauen uns mal das Zubehör an. Das ist auch wirklich der Hammer. Nochmal ganz kurz einen Größenvergleich. Hier mal Zodek daneben. Das ist schon eine andere Liga. Definitiv. Schauen wir uns mal jetzt sein Zubehör an und für mich das Highlight und eins der schönsten Schilder, wie ich finde, ist das von Too Bad. Die Verarbeitung ist extrem genial. Zwei verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten, eher so ein mattiertes hier und eher so ein poliertes. Wieder verschiedene Strukturen, auch wie hier, überall Macken, überall Beschädigungen. Nochmal das Wappentier, also Leute, es ist mit Abstand das bis dato schönste Schild, was Mattel jetzt ja, die letzten zwei Jahre auf den Markt gebracht hat. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es bei den Classics ist. Ich habe keine Classic-Figur. Aber von den Masterverse und garantiert von den Origins ist das allerschönste Schild. Ebenfalls finde ich die Axt ultra schön. Also auch das hier, müsst ihr euch mal anschauen, ist mal auch hier bei der Masterverse für mich eine andere Liga. Sehr schön bearbeitet. Ihr seht hier zwei verschiedene Bereiche, zwei verschiedene Wappentiere. Auch hier alles so ein bisschen schöner gemacht als jetzt bei ja, den normalen Figuren. Natürlich hier mal ein Farbabrieb. Das kann gerade passiert sein, als ich versucht habe, die Axt anzubringen. Also hier seht ihr, hier kann etwas Farbe abperlen. Ich werde die Axt jetzt hinten anmontieren in seine Halterung. Die ist ein bisschen locker. Ne? Auch hier muss man so ein bisschen Kraft anwenden, aber sie ist locker. Also es kann mit ein bisschen Bewegung runterfallen. Ihr müsst das so ausgleichen vom Gewicht her und von der Position. Und wenn die Figur steht, dass das dann nicht mehr runterfällt. Das ist halt ein bisschen, ja, hätte ein Tick straffer sein können. Aber gut, ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau. Aber so ist die Axt schon für mich zumindest ein weiteres Highlight. Da wir ja in Zubehör baden, nehme ich jetzt heute mal die Laserwaffe, die auch dabei ist. Und das finde ich total genial. Ich finde das wirklich total klasse, dass Mattel hier eine Laserwaffe samt Halter eingebaut hat. Das habe ich bei Tubert, ich weiß gar nicht, ob es bei 2000X auch war. Wenn ja, habe ich es jetzt nicht mehr im Gedächtnis. Aber dass das dabei ist, super.
macht die Figur im Gesamten wieder ein ganzes Stück gefährlicher. Wir haben dann nochmal die ganzen Waffen, die Streitäxte, die Kolben und dann haben wir noch eine Laserwaffe, dann noch ein Riesenschild. Also den guten Kerl möchte man auf gar keinen Fall nachts begegnen, genauso wenig wie Beastman. Also Wahnsinn. Also definitiv ein Bonus, eine Bonuszugabe, die mir da besonders gut gefällt. Parallel schauen wir uns mal beide Streitkolben an und auch hier schön modelliert. Tolle, imposante Waffen, interessante Farben. Ich werde wahrscheinlich diesen hier gleich nehmen und mit meiner Figur mal bestücken oder mal gucken, ob ich den gleich nehme. Ich schaue mal. Ich will ein bisschen Variation haben. Auf jeden Fall zwei richtig tolle Waffen. Kann man auch beiden Figuren in den Händen geben. Sieht dann noch schlimmer aus. Aber ich bin so begeistert von diesem Schild hier. Deswegen, ich muss dieses Schild einbauen. Das ist einfach, es sieht so genial aus in Verbindung mit der Figur. Und eine von den beiden Waffen wird dann angesetzt werden. Wie gesagt, wahrscheinlich diese hier. Und ja, ihr merkt es, ich bin begeistert. Zu guter Letzt in Sachen Zubehör, die beiden Wechselhände. Anfänglich war ich da so ein bisschen so enttäuscht. Warum brauche ich die jetzt andersrum, wenn man sich so einen Vintage-Look machen möchte, so wie früher? Da hatte Tubert ja auch zwei Fäuste gehabt, dann kann das schon sehr, sehr witzig werden. Ich werde es nicht machen, ich will die Waffen nutzen und sein Schild. Die beiden gehen in die Verpackung zurück. Schön, dass sie da sind, ich brauche diese jetzt nicht unbedingt. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zum Fazit. Und ihr könnt es euch bestimmt denken. Ja, offiziell ist Too Bad jetzt meine Nummer 1. Ich bin begeistert von dieser Masterverse-Figur und es ist für mich die beste Masterverse-Figur. Eine ganz klare Kaufempfehlung. Natürlich seid vorsichtig mit den Anbringen der Waffen. Das war gerade etwas leichter, aber immer noch schwer genug, um darüber zu sprechen. Ansonsten habt ihr mit der Figur wirklich Unmengen an Zubehör. Ihr habt eine oder die, ich würde sagen, größte Figur im Masterverse-Bereich. Also, wenn ihr sie euch irgendwo hinstellt, die wird der Blickfang sein. Neben Beastman wahrscheinlich dann doppelt so gut. Denn beide Figuren sind immer noch grandios. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass so schnell der Beastman vom Thron gestürzt wird. Gut, ist der Fall. Eine neue Top-Liste wird dann irgendwann mal in Auftrag gegeben werden und muss dann mal, ja, neu strukturiert sein. Aber ich kann euch nur sagen, es ist eine galaktisch gute Figur. Ich bin sprachlos, ich bin begeistert, ich bin hochzufrieden. Die Verarbeitung ist top. Die kleinen, ja, Detailverliebtheit hier, die Mattel an der Figur hier angebracht hat, sollte man unbedingt mal erwähnen. Es ist in Sachen Qualität eine neue Stufe. Ganz, ganz viele Sachen, die man entdecken kann. Allein schon wieder das Schild hier. Die Gesichter sehen verdammt gut aus. Der Vintage-Touch, der ursprüngliche Look ist immer noch eingehalten worden. Es ist immer noch ein verdammt guter und großer Wiedererkennungswert vorhanden. Es ist für mich eine top gelungene Figur. Und das war's auch schon für heute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch die Begeisterung, ja, zu dieser genialen Figur etwas näher bringen. Zumindest von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr schreibt mal in den Kommentaren, was ihr zu Too Bad sagt. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Bleibt retro und ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video wieder vorbei. Bis bald.